Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man Filterbälle waschen und somit für den Pool auch richtig reinigen bzw. trocknen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe meinen großen Rumpool in einem extra Video schon einmal richtig winterfest gemacht. Und meine Filterbälle das erste Mal nach der Badesaison aus der Sandfilteranlage rausgenommen. Je nach Benutzung vom Pool kann man das Ganze natürlich auch öfters überprüfen. Und da wir jetzt aber unsere Filterbälle nicht in der Sandfilteranlage rückspülen dürfen, werde ich diese einfach mal in meiner Waschmaschine wieder richtig sauber machen. Ich habe bei mir zu Hause übrigens noch so einen speziellen Filtersocken in den Skimmer hineingetan. Dadurch wird auch schon der gröbste Schmutz nämlich vor unseren Filterbällen rausgefiltert, weswegen diese eigentlich auch noch relativ sauber ausschauen. Und falls du das nicht gemacht hast und diese doch nochmal deutlich dreckiger sind, dann würde ich die zuerst auch einmal im Garten mit einem Wasserschlauch grob abspülen. Danach fülle ich sie noch in ein spezielles Wäschenetz bzw. auch in einen alten Kissenbezug. Und wenn das Netz am Ende ca. 3/4 mit dem Bällen gefüllt ist, ist es perfekt, da es einfach nochmal schonender für unsere Filterbälle ist und wir können zu unserer Waschmaschine gehen. Waschmittel müssen wir laut Hersteller übrigens nicht verwenden und wir sollten aber auch auf gar keinen Fall irgendeinen Weichspüler mit reingeben, da es uns die Filterbälle auf jeden Fall an Wirkung verlieren werden. Ich gebe mein Wäschenetz mit den Filterbällen also mal zügig in die Waschmaschine rein, habe das Ganze übrigens jetzt auch in einem Eimer transportiert, da natürlich auch noch etwas Wasser rauskommt. Jetzt schließe ich meine Waschmaschinentür aber erst einmal und schaue, dass ich mein richtiges Waschprogramm auswähle. Hierbei sollte man darauf achten, dass es relativ schonend ist und nicht über 30 Grad warm sein sollte. Bei mir 30 Grad fein, schaut relativ gut aus. Wir haben eine Zeit von 46 Minuten, das sollte auch ausreichen. Und wir sollten auch darauf achten, dass wir nicht zu stark schleudern. Bei mir sind 1000 Umdrehungen in der Minute aber normalerweise auch ausreichend, weswegen ich jetzt auch schon auf Start einmal klicke. Die Zeit ist rum, weswegen ich mir mal das Ergebnis genauer anschauen möchte. Ich würde sagen, dass unsere Filterbälle jetzt auf jeden Fall wieder schön sauber ausschauen und so könnten wir sie auch direkt wieder in unsere Sandfilteranlage reingeben. Danach wäre übrigens auch noch ein super Moment, dass wir unsere Waschmaschine mal wieder richtig reinigen und hierfür habe ich natürlich auch schon ein extra Video auf meinem Kanal gemacht. Falls du sie übrigens wie ich über den Winter lagern möchtest, dann sollten wir mal schauen, dass wir unsere Bälle auf jeden Fall noch an der Luft ordentlich trocknen lassen. Ich mache das Ganze immer gerne in der Badewanne, also hier einfach mal schön verteilen und wenn es dann richtig trocken ist, dann am besten einfach mal in einen ganz normalen Korb geben, der natürlich offen ist, denn dann können unsere Filterbälle auch nicht schimmeln und wir haben diese auch schon richtig gewaschen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch ein Wäschenetz, solche speziellen Filtersocken oder auch natürlich Filterbälle zulegen möchtest, da man diese einfach trotz Waschen alle 4 Jahre ungefähr wechseln sollte, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.